26. Internationales Müggelseeschwimmen. Startschuss für das legendäre Müggelseeschwimmen. Nach dem Jubiläumsrennen im letzten Jahr rief die Turngemeinde in Berlin 1848 bereits zum 26. Mal zu diesem international besetzten Schwimmwettbewerb, bei dem es in 3,6 Kilometern Freiwasserschwimmen quer durch den Berliner Müggelsee geht. Und auch für den Bezirk Treptow-Köpenick besitzt das Rennen eine hohe Bedeutung. Ja, es ist inzwischen das 26. internationale Müggelseeschwimmen. Die Teilnehmerzahl ist einfach riesig. Ich glaube, über 500 Schwimmerinnen und Schwimmer sind dabei und das zeigt, das ist sehr beliebt. Und für uns ist es natürlich auch eine Möglichkeit, über den Bezirk hinaus bekannt zu werden, weil es sind natürlich nicht nur Schwimmerinnen und Schwimmer aus Treptow-Köpenick, sondern wir kommen auch aus anderen Bundesländern und eben auch aus anderen Ländern und das ist einfach eine tolle Sache. Dass die Internationalität bei diesem Schwimmfest großgeschrieben wird, konnte man an den zahlreichen Teilnehmern aus aller Welt sehen. Ob aus Irland, Südkorea oder Polen, das Müggelseeschwimmen zieht Schwimmbegeisterte aus aller Welt an. Ich schwimme schon hier seit 4 Jahren. Dieses Jahr habe ich meine Kollegin mitgebracht. Sie war auch schon letztes Jahr dabei. Oder noch von 2 Jahren. Also ja, uns macht das Spaß. As an Irish, it's great. I mean, I've been living in Berlin for 6 years, so I feel a little. Als Ire ist es großartig, hier zu sein. Ich lebe seit 6 Jahren in Berlin und es ist einfach super. Die Atmosphäre ist gut und da es mein erstes Mal hier ist, kann ich es gar nicht abwarten, ins Wasser zu gehen. Und das Besondere am Müggelseeschwimmen ist allerdings nicht nur die internationale Reputation, vielmehr stellt das Event eine Zusammenkunft von Leistungs- und Freizeitschwimmern dar. Ich finde es toll, dass hier eben sowohl Leistungs- wie Freizeitsportler zusammenkommen, die gleiche Strecke schwimmen und gemeinsam sich über die Bewältigung dieser Strecke freuen können. Nach stürmischem Beginn und schlechter Sicht entwickelte sich das Rennen zu einem Schaulaufen der besten Jugend-Freiwasserschwimmer. Und bereits nach 47 Minuten und 50 Sekunden stellte die erst 17-jährige Charlotte Blanke für die SG Neukölln die Bestzeit des Tages auf und holte sich locker den Pokal als Gesamtsiegerin. Als Gesamtsieger bei den Herren durfte sich Yannick Peck vom Berliner TSC die begehrte Trophäe bei der Siegerehrung abholen. Trotz dieser Spitzenleistung zeigten sich beide Top-Talente dennoch bescheiden. Ich glaube 47 Minuten, 3 Kilometer, ist ganz okay. Zwischendurch hatte ich auch mal ein bisschen die Orientierung verloren und eine Boje nicht gesehen, aber sonst war es okay eigentlich. Aber auch bei den Freizeitschwimmern zeigten sich trotz deutlicher Erschöpfung große Emotionen. Getreu dem Motto "Dabei sein ist alles" wuchsen die Schwimmer in diversen Altersklassen über sich hinaus. Toll, ich bin super kaputt, aber sehr toll. War mein erstes Mal, dass ich teilgenommen habe dabei und ich freue mich, dass ich es geschafft habe. Am Ende dieses Schwimmevents der Extraklasse zeigten sich nicht nur strahlende Sieger und Teilnehmer, selbst die Sonne zeigte zum Schluss noch einmal ihr bestes Gesicht und bescherte den Schwimmern gute Laune. Man darf also gespannt sein, wer die Gewinner in der nächstjährigen Ausgabe sein werden. Und die 26. Ausgabe zeigte wieder einmal deutlich, wie wichtig das Müggelseeschwimmen für den Berliner Schwimmsport ist.